We want to do what we can to allow children, even teenagers and children who are younger than teenagers. That kind of play is especially important because it's how teenagers are already, their instinctive drives wants them to begin to learn how to be parents, how to be nurturant to much younger children. And so it's of great value for teenagers to be interacting with much younger children as a way of learning how to be caring and nurturant before you have your own child. Wir hatten so eine Bande in der vierten Klasse, glaube ich, so eine Mädchenbande. Und dort gab es dann auch irgendwie immer so Anführer und so Hierarchien und ständig Geläster und sowas. Und am Ende vom Jahr habe ich meine Haare rot gefärbt, mich umbenannt und gesagt, ich will das nicht mehr, ich will ich sein und ich mache, was ich will. Und das war so diese größte Erkenntnis einfach, ich will nicht irgendwas tun, was für andere richtig ist, sondern einfach das, was ich will und ich sein. Du lernst, selbstständig zu werden und für dich alleine zu kämpfen und auch da zu sein, also alleine überleben zu können, so ungefähr. Aber du hast trotzdem das Gefühl, wenn was schief geht, wenn ich irgendwie fall, ist immer jemand da, der mich auffängt. Aber es ist auch immer jemand da, der mal sagt, hey, das schaffst du jetzt alleine. Du brauchst mich dafür nicht. Du kannst es auch alleine machen. Immer jemand da, der mir so eine gute Rückmeldung gibt. So diese Erfahrung, dass man in einem Team mit anderen sich die Welt erschließt, dass man im Team mit anderen etwas entdeckt, etwas gestaltet oder sich noch besser sogar um etwas kümmert, ist ja die allerschönste Erfahrung, die man überhaupt machen kann. Dann entstehen auch andere junge Menschen. Viele von den Schülern, mit denen ich gesprochen habe, haben mir beschrieben, dass die Schule für sie sowas war wie ein zweites Zuhause, dass sie sich dort geborgen gefühlt haben. Was bedeutet dieses Konzept denn eigentlich für die Eltern? Woher nehmen die Eltern eigentlich das Vertrauen, dass ihre Kinder tatsächlich die Dinge lernen werden, die wichtig sind für ihr Leben, ganz von alleine? Of course you're sometimes anxious and you think, oh, are they going to become really the persons that I would like them to become? But it's not me that is going to decide who they're going to become. It's themselves. And every time you have to realize yourself, it is them that I need to give trust to in order to let them really understand that they are in charge of their life and that they have to make their choices because they have to feel that it's real. It's not me that is empowering or that's empowered to do something with it. And I think this letting loose is very, very hard for parents in democratic schools. And it's really a challenge. It's really a challenge. Ja, also das Vertrauen ist gewachsen im Laufe der Jahre, würde ich sagen. Ich habe halt gedacht, meine Söhne fangen ganz schnell an zu lesen und zu schreiben, weil das was war, was mir von vornherein schon als Kind extrem wichtig war. Lesen, schreiben, mir die Welt auf diese Art entdecken, ne? Dass ich Schilder lesen kann, dass ich Bücher lesen kann. Und die haben sich da überhaupt nicht für interessiert. Und da habe ich schon auch mit gerungen eine Zeit lang. Ich habe gedacht, na gut, in der ersten Klasse ist nicht so wichtig. In der zweiten Klasse, naja, in der dritten Klasse, da wurde ich dann schon so ein bisschen unruhig, ne, als das dann noch nicht kam. Aber irgendwann kam es. Und es gab so ein paar Momente, wo meine Kinder mir ganz deutlich gezeigt haben, also wie stark sie sind und wie stark sie auch ja, selber irgendwann in die Verantwortung gehen. Das ist auch etwas, was mich immer wieder beruhigt, wenn ich mal so eine Krise kriege und denke, Gott, meine Kinder lernen nicht genug. Dann gehe ich in die Schule, mache ein Elterngespräch und höre, was die Lehrer mir rückmelden und kriege mit, wie die das Kind sehen, wie die wirklich auch dabei sind und genau wissen, wo läuft das Kind so rum, ne? was macht das. Und es gibt Austausch, also wenn das Kind jetzt zum Beispiel zu Mathe oder zu Deutsch geht und das nicht die Lehrer sind, die Bezugslehrer für mein Kind sind, dann kriegen die aber Rückmeldung, das Kind ist dort gewesen, was hat es da gemacht, wie läuft es da. Und so, dass wenn ich so ein Lehrergespräch mache, ich immer wieder die Sicherheit bekomme, das Kind ist hier irgendwie doch auch geborgen. And one of the things that's very helpful to that parent is to see examples of people who've already done that. And to see that they're okay, that they've gone on all right in the world. And it helps you, gives you a sense that you're not doing something crazy. Mein Nachbar ist so eine kleine Privatschule mit 100 Schülern. Und da steht über der Tür, da steht, frohe Kinder lernen besser.
Und das ist banal, aber es ist auch wahr. For children, especially young children, it's not such a problem. It seems natural to them. Ich glaube, Vertrauen ist das Wichtigste von den Eltern. Dass sie Vertrauen in ihre Kinder haben. Ich denke, dass ein Kind mit einem Konflikt zwischen Schule und Elternhaus unglücklicher wäre, als einfach auf eine staatliche Schule zu gehen und da die volle Unterstützung der Eltern zu haben. Gehen lassen und machen lassen und nicht hintenrum irgendwie versuchen, sie doch zu was zu bringen oder doch herauszufinden, was sie eigentlich den ganzen Tag machen und irgendwie Kontrollsysteme einführen, weil es macht die Zeit hier so kaputt. Wenn sie nach Hause kommen, müssen sie irgendwas zu erzählen haben, was sie gelernt haben, und oft merken die Kinder ja gar nicht, was sie alles hier lernen und können dann nichts erzählen. Und ja, man stellt sich selber unter Druck, man merkt es auch als Kind, auch wenn ihr als Eltern das nicht aussprecht, von wegen mach mal Mathe, man merkt es. Und das ist dann super anstrengend zwischen zwei Welten als Kind, zwischen Schule und Eltern zu Hause. Und die Leute, die heute am meisten in Schulen, also neue Versuche, neue Experimente, neue Gedanken investieren, sind ja genau die großen Unternehmer. Weil die wissen, wir können die heutigen Schüler können wir nicht brauchen. Die Politiker meinen dann, nein, die Schüler sollten dann wie vor 30 Jahren her sein. Und das meinen die Unternehmer überhaupt nicht. Die sagen, nein, um Gottes Willen, das brauchen wir überhaupt nicht. Wir brauchen Kinder, die selbstständig sind, die eigenverantwortlich sind, die ohne strenge Führung arbeiten können. Wir brauchen Kinder oder Mitarbeiter, die aus dem Box denken können und so weiter. Das brauchen wir. Alles das, was unsere Schulen nicht erlaubt. Brauchen die Unternehmer, das brauchen auch Wissenschaft, das brauchen auch, also überall. So, I'm Claire Boonstra. Until a couple of years ago, I followed a pretty traditional path. We did something well at the start, so our startup became really famous. And being one of the few women in technology, that also brought me to the spotlight. So I got a lot of titles, ranging from I've been listed a couple of times in American lists of one of the most influential women in technology. I was elected as a young global leader of the World Economic Forum. I'm a young advisor to Euro Commissioner Nelly Kroes. I became online media woman of the year, and well, a lot of other titles. I decided to leave the technology startup that brought me a lot of fame, to start focusing on education, because I think the world is in a very drastic change, and now we're moving to a network society where everybody is like a pulsating node and you are connected to the different nodes of the things and the people you need. So that's a change we are in. And that is also what I see that is what is needed, of course, today. And we need to equip our education systems to prepare people for that new reality. The fact that you are able to take charge of your own education and of finding your own path in life, that is crucial, that is key. And the fact that there is trust in the child, that you are capable of finding and discovering your own path in life. That is absolute key. Ich glaube, dass die Menschen, die hier rausgehen, super unterschiedlich sind. Und aber toll sind für wirklich jeden Bereich sind sie einfach eine Bereicherung. Wie man zusammenarbeitet, wie man Leben angeht, das ist was hier gelernt wird, ganz automatisch, weil es eben Leben ist. Ja. Und wir wollen ja unsere Kinder eigentlich aufs Leben vorbereiten. Ich glaube, das ist mein Haupttraum und Ziel in meinem Leben, einfach die ganze Zeit Neues kennenzulernen. Ja. Und das ist, ich wünsche mir einfach, dass es nicht aufhört, dass ich einfach immer neue Sachen kennenlernen kann. Und ich glaube, dafür ist, ich weiß nicht, ist es jung, ich weiß nicht. Ich würde gern länger jung sein, glaube ich.
Es ist sehr schwer in unserer Gesellschaft über Freiheit zu reden, weil die meisten Menschen unter Freiheit immer nur die Freiheit von irgendetwas verstehen. Frei von Fesseln, frei von Druck, frei von Abhängigkeiten. Das ist eine passive Freiheit, die hat eigentlich in Wirklichkeit mit Freiheit noch nicht so sehr viel zu tun. Das ist gewissermaßen die Vorstufe von Freiheit. Aber wenn man dann die Fesseln und den Druck und die Abhängigkeiten losgeworden ist, dann beginnt die Freiheit. Nämlich dann darf man sich selber fragen, wofür man denn eigentlich gehen möchte. Was man in seinem Leben und aus seinem Leben machen möchte. Und das ist dann die Freiheit nicht wovon, sondern die Freiheit, sich für etwas zu entscheiden. Und das ist vielleicht die wichtigste Erfahrung, die junge Menschen machen müssten, dass sie in eine Welt hineinwachsen, in der sie die Gelegenheit haben, Ja zu sagen, zu sich selbst, zu dem, was das Leben alles an Möglichkeiten bietet und auch zu dieser Vielfalt von anderen Menschen, die alle mit unterschiedlichen Talenten und Begabungen auf die Welt gekommen sind und die alle auf ihre Weise auch unterwegs sind, nach dem zu suchen, was man das große Dilemma nennt, nämlich dass man eigentlich immer eine Beziehungsform findet, in der man gleichzeitig frei ist von allem Möglichen und aber auch verbunden. When I finished school, I was really afraid that, you know, that everything will stop, that everything that I knew from before wouldn't be relevant outside. And I didn't find it true. I found that in life, like in a democratic school, you have to make a lot of your own decisions. You have to make up your own path. And I think life is much more similar to a democratic school than to a regular school, because in a regular school, everyone tells you what to do all the time. And in a democratic school, you have to do it yourself. You have to decide what you want to do. Even a university is much more similar to a democratic school than to a regular school, because you have to build your own schedule, you have to make a lot of your own decisions, and you have to do a lot of studying by yourself. Wenn ich Ihnen mal erzähle, wie das bei uns ist, an der freien Schule, dass meine Tochter zum Beispiel in den Ferien sagt, oh, ich freue mich, wenn endlich wieder die Schule losgeht. So, da fallen die immer aus allen Wolken. Aber umgekehrt fragen sie dann trotzdem immer, ja, wie sieht es denn aus, wenn das Kind dann mal Abitur machen muss oder sowas? Kriegt ihr das dann hin und so? Und da antworte ich dann immer halt immer, das Kind muss halt seinen Weg finden. Und wenn es eben das Abitur ist, dann wird es schon irgendwie einen Weg finden dahin. Ne? Aber wenn es eben das nicht ist, finde ich auch nicht schlimm. Hauptsache, das Kind macht, was ihm Spaß macht. Also der gängige Weg ist eigentlich, wenn die wirklich Abitur machen wollen, dass sie dann nach der 10. Klasse auf ein Gymnasium wechseln. Das heißt, sie machen einen schulexternen Abschluss, bereiten sich also mit Hilfe und Unterstützung der Lehrer auf den 10. Klasse, auf die Prüfung vor. Bei uns können die Schüler Hauptschul- und Realschulabschluss machen, sich darauf vorbereiten und ihn dann extern machen. Das heißt, sie gehen zu einer Prüfung in eine andere Schule. Abitur kann bei uns nur in Einzelfällen gemacht werden, ist prinzipiell aber auch möglich mit Genehmigung durch das Schulamt. Und das sieht dann so konkret so aus, dass die Schüler eben zu uns Lehrern ankommen im Normalfall und dann sagen, hey, ich will den Abschluss machen, was muss ich dafür wissen? Wir unterstützen sie dabei, die entsprechenden Informationen zu bekommen. Und wenn sie das möchten, kann sogar sowas wie klassischer Unterricht stattfinden, dass wir also sie aktiv dabei unterstützen. Es gibt auch Schüler, die lieber für sich lernen oder zu Hause lernen. Wir geben uns schon große Mühe, sie auch bei diesen Abschlüssen zu unterstützen, wenn sie das wirklich wollen. Ich möchte auf jeden Fall eine handwerkliche Ausbildung machen und möchte danach höchstwahrscheinlich auch studieren. Und damit ich diese Möglichkeit habe, gehe ich jetzt wieder auf eine Regelschule, auf ein berufliches Gymnasium. Und es war auch ein sehr glücklicher Moment, als ich dann gesehen habe, als ich dann meine Prüfungen an der anderen Schule geschrieben habe und als ich dann in jedem einzelnen Fach eine 1 zurückgekriegt habe, wo die von der anderen Schule wirklich darum gekämpft hatten und die hatten 9 Jahre lang wirklich haben sich mit dem Stoff total intensiv auseinandersetzen müssen. Und ich habe das jetzt hier in den letzten 3 Jahren ja mehr nebenbei zu dem gemacht, was ich an der Schule hier ansonsten die ganze Zeit gemacht habe. Also er war dann selber total erstaunt, dass er so gut seinen Abschluss gemacht hat und so gut durchgekommen ist.
Also du musst ja bedenken, dass er hier 8, 9 Jahre lang niemals eine Arbeit, niemals eine Klausur geschrieben hat, niemals eine Zensur bekommen hatte. Ich habe keinen einzigen Fall erlebt, in dem auch nur in den 2 Jahren, in denen ich hier Prüfungen gemacht habe, in dem ein einziger Schüler schlechter war als der Durchschnitt an einer anderen Schule. Also es ist einfach so eine schöne Bestätigung, dass es funktioniert. Eltern, die überlegen, ihr Kind auf eine demokratische Schule zu schicken, denen würde ich empfehlen, sich vorher genau mit dem Konzept auseinanderzusetzen und sich genau zu überlegen, ob es das ist, was sie wollen. Sich die Schule auch genau anzugucken, die Menschen, die an der Schule arbeiten und dann eine Entscheidung zu treffen. Eine wirklich feste Entscheidung von Herzen, okay, ich habe das Vertrauen in mein Kind, das ist das Allerwichtigste. Die Eltern müssen ihrem Kind wirklich vertrauen, dass das Kind schon seinen Weg finden wird. Ganz wichtig, Sie müssen das mit den Kindern besprechen. Sie müssen sich die demokratische Schule auch anschauen. Es gibt bestimmt für eine ganze Reihe von Kindern, die tun sich vielleicht auch erstmal schwer mit einer demokratischen Schule. Aber noch mehr Kinder tun sich mit einer staatlichen Schule schwer. Das heißt, entscheidend ist, die Eltern müssen sich die demokratischen Schulen anschauen. Sie müssen auch den Mut haben, sich auf so etwas einzulassen. Sie müssen den Mut haben, auch ja, positiver zu denken. Kinder sind kreative Menschen, sind kreativer wie viele Erwachsene und haben Kraft, haben Mut, etwas Neues zu machen. Und dieses Selbstbewusstsein muss man den Kindern weitergeben. Das brauchen die Eltern auch, um die Kinder entsprechend vorzubereiten auf eine demokratische Schule. My dream, of course, is that we give up these dreadful authoritarian prescribed hateful state systems that are clearly, everybody agrees that in my country they're absolutely obviously failing 30% or 40% of the young people in them. The system is failing them. It's obvious because when they leave school they don't want to go on learning. We have an expression in England, we call them neets. These are young people who are not in education or employment or training. And every year we have more of them. So clearly the school system has failed them. And it's failed to develop life interests in many, many others. Many people leave the state system in England with no interest in learning for the rest of their lives at all. They say, that's it, I'm finished with it. Maybe I'll go and endure another 3 years at university and that's it. I'm done with learning. And for the future of the planet, this is a disaster because we need all the creativity and innovative capacity developed in our young people. We need to absolutely maximize this or we have no future as a planet. So you could say the school system we have is contributing to an unsustainable world and we have to change it. Diejenigen, die diese Erstarrung eigentlich am schnellsten auflösen können, das sind die Schüler. Dieser Paradigmenwechsel liegt so wie ein Tsunami dahinter und es kommt. Innerhalb der nächsten 10 Jahre kommt es. Und da kann niemand was machen. Ausgelebte Begeisterung hat eine Nebenwirkung. Und die ist ganz logisch. Ausgelebte Begeisterung hat die Kompetenz zur Nebenwirkung. Weil die Kompetenz, die ist ja, die entsteht von alleine, wenn du begeistert bist. Dann konspiriert das ganze Universum. Kriegst du von überall her neues Futter für deine Begeisterung. Und so steigt dein Wissen, deine Kompetenz immer weiter. Du wirst immer kompetenter. Und dann hat diese Kompetenz auch eine Nebenwirkung. Und die Nebenwirkung davon ist der Erfolg. Der Erfolg, der uns als Ziel per se verkauft wird. Wir sind bereit, einiges zu zertreten im Namen des Erfolgs. Der Erfolg ist sonst gar nichts als die Nebenwirkung der Nebenwirkung der Begeisterung. Lehrpläne haben wir nicht deshalb, damit Schüler viel lernen, sondern Lehrpläne haben wir ja deshalb, weil es ein Schulsystem gibt mit sehr vielen Beteiligten, die sich ausgedacht haben, was sie alles tun können, damit das Lernen in der Schule funktioniert. Und deshalb sind die Lehrpläne auch nicht für die Schüler da, sondern für diesen Beamtenapparat, der sich da gebildet hat, oder für diese Verwaltungsstrukturen. Und da gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, das aufzuheben, nämlich indem Menschen, die unten sind, nämlich die Schüler
und vielleicht deren Eltern gemeinsam auf die Barrikaden gehen und sagen, wir wollen keine Pläne mehr, die ihr für uns entwickelt. Man müsste sozusagen die Lehrpläne abschaffen. Ich glaube auch nicht, dass Bildung mit dem Abschluss in der Schule aufhört. Und die Prinzipien, die wir an demokratischen Schulen gesehen und erfahren haben, das sind Prinzipien, die nicht nur in der Schule angewandt werden, sondern im ganzen Leben eine Rolle spielen. Und deswegen möchte ich in Zukunft solche Räume schaffen, die Menschen die Möglichkeit geben, ihre Leidenschaft auszudrücken, ihrer Neugierde zu folgen und ihrer Kreativität auszuleben. Nachdem ich an so vielen freien Schulen war und gesehen habe, dass die Kinder dort glücklich sind und erfolgreich sind und selbstbestimmt ihr Leben in die Hand nehmen, war für mich klar, ich will auch so eine Schule gründen. Ich will meinen Kindern ermöglichen, diese kindliche Neugier, dieses Unbeschwerte, ihr ganzes Leben lang zu behalten und für sich als eine Kraft zu nutzen, die ihnen hilft, sich in der Welt zurechtzufinden. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir unseren Kindern helfen, ein glückliches Leben zu führen und natürlich auch ein erfolgreiches Leben. Und deshalb müssen wir etwas ändern. Ich glaube, dass es enorm wichtig ist, wenn wir selber erkannt haben, das ist der richtige Schultyp für meine Kinder, dass wir dafür sorgen, dass das möglich wird. Etwas, das ich der Welt noch sagen will? Ja, schaut es euch an. Ich glaube, es ist schwer, sich das vorzustellen, wenn man jetzt vielleicht nur diesen Film sieht oder, was weiß ich, nur Geschichten hört. Schaut es euch an und es ist einfach so ein tolles Gefühl, hier zu sein und Teil zu sein. Und ja. Hört den Kindern zu, nehmt sie ernst.